über die bin ich noch nicht ganz sicher. Du, geh mal damit hin. Bitte nichts Neues aufdecken. Sehr gut. Hier in Overwatch. Du machst ebenfalls Steady Weapon, dass die beiden hier nächste Runde ein bisschen Schaden machen können. Du. Dir würde ich richtig gerne flankieren. Geh mal. Dahin. Nichts Neues aufgedeckt. Okay, sehr schön. 1%ige Trefferwahrscheinlichkeit, weil Schrotflinte halt nicht so toll ist für sowas. Du gehst einfach mal in Deckung, weil du hast eine halbe Deckung hier. So, was haben wir noch? Du stehst hier echt doof. Du geh mal einfach nur dahin und geh in Overwatch, falls irgendwas Alienartiges von da rauskommt. Du gehst auch in Overwatch. So, was machst du? Ich höre Sektoiden. Das? Oh, okay. Was? Das war unser Scout. Mit einem Schuss weggenatzt. Dann rechnen wir uns doch mal. Granaten sind bei dem völlig okay, weil wir werden ihn auf keinen Fall mit einer Granate töten können. Und mit etwas Glück kann ich seine Deckung noch beschädigen. Kannst von hier aus nicht ordentlich treffen. Okay, du hast jetzt eine 44% Trefferchance, weil du vorher Steady Weapon gemacht hast. Also komm. Wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall noch mindestens einmal treffen, weil sonst regeneriert er die 3 Lebenspunkte vorher weg. Du hast auch noch eine höhere Chance? Ja, 44%. Komm. Komm. Ja, der Feind lebt noch. Kannst du nirgendwo ihn treffen, ohne selber Deckung zu sein. Ja, dahin. Kannst du doch treffen, super. 29%. Okay. Wir haben ihm jetzt 5 Schadenspunkte zugefügt. Er würde 3 regenerieren. Ich riskiere jetzt allerdings mal was. Und sprinte mit ihr dahin. Decke hoffentlich niemanden auf. Okay. Und kann ihn jetzt schön flankieren mit 100% und hoffentlich dabei töten. Sehr gut. War allerdings ein Risiko. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn hätte killen können. Aber wenn ich die Gruppe halt so viel vorher schon aufgedeckt hätte, dann hätten die jetzt schießen können. Aber da sie erst in ihrer Runde in unsere Sicht gekommen sind, dürfen sie noch nicht schießen. Sie dürfen nur in Deckung gehen. Allerdings kriege ich jetzt gerade 2 Gruppen auf einmal. Das ist super. Du hast hier sehr viele Kontakte. Geh mal weg. Aha. So, und der Rest von euch bleibt in voller Deckung und geht überall in Overwatch. Das ist keine volle Deckung. Da drüben war auch noch eine. So. So. Okay, kommt her, Jungs. Ah, geht auch vorsichtig vor. Das ist nachvollziehbar, würde ich sagen. Aber ich stimme bestimmt nicht rein. Ich habe hier eine schöne erhöhte Position, habe volle Deckung. Da können die ruhig mal rauskommen, Jungs. Hätte ich jetzt irgendwie Plasmagranaten oder so, könnte ich hier die Wand wegsprengen und deren Deckung dann zerstören. Aber habe ich halt nicht. Also warten wir einfach. Gucken, wer zuerst ungeduldig wird. Vermutlich ich. Weil die KI kann das Spielchen unbegrenzt. Was ist das? Ha! Oder die KI macht einfach aus dem Unsichtbaren Gedankenangriffe, die ich nicht countern kann. Ja gut, das ist ein schlagendes Argument dafür, dass ich vorstürmen sollte. Okay, gucken wir mal. Na? Kommt doch einer. 2 mal 50%. Das sollte doch wohl reichen, oder? Einer weniger. Nope. 2 weniger. Das waren insgesamt, glaube ich, 7. Ah, wen schießt du?
Panik. Nicht gut. Hat sich ja wenigstens nicht ausgebreitet, das ist okay. So, du könntest ihn heilen. Oder vorrücken oder einfach ganz normal schießen. Ganz normal schießen bringt fast gar nichts in dem Fall hier. Was ist mit euch? 24%. Du könntest wieder Run and Gun machen, allerdings weiß ich nicht, wo hier lohnende Ziele sind. Aber da hinten irgendwo, hm? Ja, mach mal. Ich scheuche dich jetzt mal auf. Stürm wieder vor. Okay. Keines Problemchen. Ich habe noch eine Gruppe aufgedeckt und es ist keiner außerhalb der Deckung. Aber ich kann wenigstens diese Drohne hier mit 91% treffen. Das sollte durchgehen. Boah, ist das viel Zeug. Du. Habe ich hier irgendwo Deckung? Nein. Nochmal Steady Arm. Nee, geh mal in Overwatch. Hier waren auch noch welche, oder? Mach du Steady Weapon. Du Steady Weapon. Also die beiden schießen nächste Runde von da aus, wo sie sind. Und du hast gleich ein Problem, weil alle auf dich schießen werden. Und ja, da waren auch noch welche. Ein Overwatch, auf den ich achten muss. Du wirst gebufft, okay. Solange du keinen von uns verkierst, ist alles gut. Okay. Schon wieder auf sie, ja. Aber sie hat volle Deckung, das ist okay. Auf wen schießt du? Auf den in Panik? Yep. Immer wieder rein in die Kerbe. Mindestens zwei Aliens im Overwatch. Du bist nicht mehr panisch, das ist sehr gut. Allerdings hast du immer noch einen Debuff drauf. Zwar Halluzinationen und es sind Leute gestorben und er ist verwundet. Dementsprechend trifft er fast gar nichts mehr. Ich könnte ihn jetzt also nutzen als Ablenkung. Ich schicke ihn jetzt aber mal vor, löse den Reaction Shot aus. Den nächsten Reaction Shot aus. Hab Glück gehabt. Und hab ihn jetzt in der Position, dass er nächste Runde irgendwas im Nahkampf machen kann, wo er trotz seiner Abzüge einigermaßen treffen könnte. Und ich habe dafür gesorgt, dass ein schöner neuer Platz frei geworden ist, nämlich der da. Von wo aus sie jetzt keine 44% mehr hat. Achso, sie sollte stehen bleiben, ne? Ah, Mist. Das war doof von mir, weil sie war einer von den Chars, die Steady Aim bekommen hat. Ja gut, dann schieß einfach so und versuch Glück zu haben. Was ist mit dir? Genau, du hast Steady Aim Bonus, deswegen 44. Wird trotzdem nichts. Du. 75% bei dem, das ist sehr schön. Dann pust den mal weg. Oder daneben. Aufrücken ist ein bisschen schwierig hier, wegen der ganzen mangelnden Deckung. Ja, einfach immer weiter mit 24%. Irgendeiner wird schon mal treffen. Wie hält sich unsere Soul-Klasse vorne? Ja, sie ist immer noch in voller Deckung, aber es sind echt viele Viecher. Du bist schon wieder panisch. Geht aber wenigstens in Deckung, das ist gut. Buffst. Du wirst nicht treffen. Gut. Glück gehabt. Das wäre echt ärgerlich, wenn sie erwischt worden wäre, weil sie hier in einer super Position ist, um die aufzuhalten und regelmäßig anzuballern.
Bei 75% ist echt schick. Overwatch, dran denken. Zweimal Overwatch, dran denken. Versuch dein Glück. Nachladen. So, 75% schon wieder auf den. Die nehme ich auch mal. Gut, einer weniger. Du, nachladen, das war's glaube ich schon mit der Runde. Ja, nicht so gut. Da links von uns müssen echt noch zwei mindestens sein. Aber siehst du, jedes Alien, das wir killen, sind $4. Und es sind viele. Nein, 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 auf. Nicht gut. Ja. Echt nicht gut. Weil sie jetzt eine Runde außer Gefecht ist und wenn sie dann dran ist, müsste sie eh nochmal nachladen. Also ist jetzt quasi zwei Runden außer Gefecht. Und das Umgeben von Aliens. Wir gehen alle weiter in Deckung hoch. Das ist mich. Ja, du willst nicht. Okay, du hast jetzt wieder volles Zugvermögen. Das Problem dabei ist allerdings nur, dass er jetzt angeschlagen ist und deswegen fast nicht treffen kann. Und sie auch nicht bewegen kann. Ich denke, ich lasse ihn einfach hier und gehe hier in Defensivmodus. Das als Zielscheibe fungiert. Das Nachladen. Ballast immer weiter 24%. Irgendwann wird er sterben. Irgendwann nur nicht heute. Ah, da wagt sich jemand raus. Mein Gott. Du wirst gebufft. Schon genau, alle schön nach vorne kommen. Aus eurer Deckung raus, das ist super. Schon wieder Panik. Du bist unser Panikboy. Sie hat Schweineglück. Wobei es nicht ganz viel mit Glück zu tun hat. Sie ist einmal in voller Deckung und hat dann auch den extra Befehl Hunker Down gemacht, wodurch man noch mehr Deckungsbonus bekommt. Was war das gerade mit Jugendlichen? Ja, du bist panisch, ist okay. Du kannst den da flankieren, richtig? Ist irgendjemand Overwatch? Stopp. Kein Overwatch. Okay, ich kann mich frei bewegen. Geh dahin und guck mal, wie gut du treffen kannst von da aus. 51% sauber. Komm. Verdammt. Ja. Blanco, was auch immer. Du. Kannst von hier aus nichts treffen.